Das WM aus und seine Folgen. Vor 4 Jahren noch Weltmeister, wird nach dem Vorrunden aus in Russland alles hinterfragt. Auch bei Stefan Kunz. Wir beim DFB analysieren das ja schon ein bisschen länger, weil durch unsere U-Mannschaften wir natürlich merken, dass die Top-Talente in einem Jahrgang etwas weniger werden. Ne? Und das ist natürlich immer ein Alarmzeichen, genauso wie wenn jetzt Top-Vereine wie Gladbach, Leipzig, Bayern, Dortmund 16-, 17-, 18-jährige Ausländer verpflichten. Dann wissen wir auch, dann ist ja die Qualität ist ja nicht auf dem richtigen Level. Ne? Dann ist es zu hoffen, dass dieses Ausscheiden, das Bedauerliche, dass das dann aber jetzt ein bisschen wachrüttelt und zumindest mal die Bereitschaft, über Veränderungen nachzudenken, erhöht. Worte, die vermuten lassen, der deutsche Fußball habe ein Qualitätsproblem mit dem Nachwuchs. Anders als andere Nationen. Ja, es waren jetzt schon außergewöhnliche Talente in einzelnen Jahrgängen dabei, wenn man jetzt gerade mal Mbappé rausnimmt. Ich sage jetzt mal aus der U21, Startformation war kein Spieler nah am Kader dran für die WM. Vielleicht Serge Gnabry, wenn er nicht verletzt geworden wäre. Trotzdem haben wir ja im Confed Cup gezeigt, dass auch da Nachwuchs da ist. Es geht aber dann auch um die Lücke dann danach. Was ist bei den 15, 16, 17, 18-Jährigen? Weil die sollen ja in 2, 3, 4, 5 Jahren eben auch die Lücke schließen und da sehen wir halt ein Vakuum. Die Lösungsansätze klingen einleuchtend. Es ist sehr vielschichtig, weil es geht bei der Erziehung los. Den Spielern wird unwahrscheinlich viel abgenommen. Sie müssen nicht mehr in Konflikte rein, sie regeln die Konflikte nicht mehr selber. Wenn es bei einem Verein nicht klappt, wird einfach der nächste Verein genommen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich gegen Gleichstarken spielen muss, der aber diese Durchsetzungsfähigkeit hat. Und das kannst du dann schwer nochmal nacherziehen. Es gibt Vereine, es gibt Nachwuchsleistungszentren, es gibt Eliteschulen, es gibt die Verbände, es gibt Berater, es gibt Eltern, es gibt die U-Trainer, es gibt die DFL, es gibt den DFB. Also es ist schon sehr komplex. Und wie gesagt, ich hoffe, dass die Bereitschaft durch das frühe Ausscheiden jetzt da ist, dass man sich zusammensetzt und versucht, Lösungen zu finden. Vielleicht war die größte Schmach des deutschen Fußballs dann ja doch zu etwas gut.